J'aimerais bien essayer de faire une vidéo en deux langues à la fois. Dieses Video kann man in zwei Sprachen verstehen. Et il suffit d'en comprendre une. Es geht um den Schienenverkehr eines Landes, das noch vielsprachiger ist, die Schweiz. Les chemins de fer fédéraux suisses, CFF, ont également plusieurs noms en plusieurs langues. Auf Deutsch heißen sie Schweizerische Bundesbahn, SBB. La première ligne intercity suisse à la cadence horaire était celle de Genève, Lausanne, Fribourg, Berne, Zürich, Winterthur, Wiel nach St. Gallen. 1982 begann mit dieser stündlichen Linie der Intercity-Verkehr in der Schweiz. D'autres lignes intercity ont été introduites la même année, par exemple de Zurich en direction de Milan à travers le tunnel du Saint-Gothard. Von Zürich nach Lugano geht es durch den alten Gotthardtunnel, der 1880 durchgestochen wurde. Il y a 140 ans, on a mis 10 ans pour construire ce tunnel. Eine weitere Linie fährt von Deutschland aus über Basel und Bern nach Brieg im 2-Stunden-Takt. Également toutes les deux heures circule la ligne de Bâle via Olten à Lucerne et Arth-Goldau. Manche Züge fahren von Arth-Goldau weiter bis nach Mailand. Ici, on se rend compte que deux autres langues manquent, l'italien et le romanche. Die zwei übrigen Amtssprachen der Schweiz, Italienisch und Rätoromanisch, fehlen leider in diesem Video. Naja, und Schweizerdeutsch. Dès le début, les villes de Sargon et Coire font partie du réseau Intercity. Die Linie nach Chur wird ergänzt durch eine Linie von Basel über Zürich nach Wien. Il existe aussi des connexions internationales, comme la ligne en direction de Vienne. Während es nach Wien im 2-Stunden-Takt geht, wird die Verbindung nach München nur von einzelnen Zügen bedient. Et tandis que Munich est relié avec Zurich juste avec quelques trains, la ligne Stuttgart-Zurich circule toutes les deux heures. Nach Stuttgart geht es damals wie heute über die Gäubahn. Es werden nicht nur schweizerische Intercities eingesetzt, sondern auch Fernverkehrszüge der benachbarten Bahnen. La ligne Milan-Genève est assurée par Trenitalia. La ligne Genève-Paris est exploitée par des TGV. Natürlich fuhren 1982 neben den Intercities und zum Beispiel den TGV nach Paris auch schon andere Züge in der Schweiz. Jusqu'ici, on s'est concentré sur les trains grandes lignes en Suisse. Der Unterschied zwischen Fernverkehr und Regionalverkehr ist im schweizerischen System viel weniger ausgeprägt. Cependant, il n'y a pas de différence de tarification entre les Intercity et d'autres trains suisses. Die Intercities zeichnen sich nicht wie in anderen Ländern durch einen höheren Preis aus, sondern die Geschwindigkeit und die Klimatisierung. Pourtant, contrairement aux autres trains de cette époque, ils sont climatisés. Wenn man vom schweizerischen Fernverkehrsnetz spricht, kann man die übrigen Schnellzüge daher nicht ganz außen vor lassen. Voilà donc le réseau complété par les trains directs. Mit den Intercities wurde auch begonnen, einen schweizweiten integralen Taktfahrplan einzuführen. Aussi en 1982, l'horaire cadencé coordonné est introduit en Suisse. Es fahren also nicht nur einzelne Linien in einem Takt, etwa stündlich, sondern die Linien sind untereinander vertaktet. C'est-à-dire, toutes les lignes d'une gare y arrivent à la même heure, pour faciliter les correspondances. Sehen wir uns am Beispiel des Bahnhofs Olten an, wie das in der Realität funktioniert. Voilà la gare d'Olten à midi. Chaque minute, en réalité, correspond à une seconde dans cette animation. In dieser Animation vergeht die Zeit 60 Mal schneller als in der Realität. 2 Minuten entsprechen 2 Stunden. Wir haben um 12 Uhr begonnen. D'abord, quelques trains régionaux arrivent, ici en noir. Nachdem einige Regionalzüge, hier schwarz, angekommen sind, erreichen gegen 12:30 die Intercities, hier rot, der Linie Basel-Luzern den Bahnhof. In beiden Richtungen. Vers 12:30, les Intercities Bâle-Lucerne et Lucerne-Bâle se rencontrent en gare, ici en rouge.
Danach nehmen die Regionalzüge die Umsteigenden aus den Intercities mit. Les passagers des Intercities ont la correspondance avec les trains régionaux, qui départent après. Nun ist der Bahnhof erstmal leer. La gare est vide maintenant, jusqu'à ce que le processus se répète. Man sagt daher, Olten ist ein Taktknoten zur halben Stunde. À Olten, les trains se rencontrent à la demi-heure. C'est donc un point nodal à la demi-heure. Eine Stunde später wiederholt sich alles. Maintenant, c'est les trains de la ligne Intercity Berne-Bâle qui se rencontrent en gare. Die Linie Bern-Basel ist in der ungeraden Stunde an der Reihe, die wie die Linie nach Luzern im 2-Stunden-Takt fährt. Ici invisibles sont les trains de la ligne Bern-Zürich, qui ne s'arrête pas à Olten. Die Züge der hier rot dargestellten Linie fahren zwar durch den Bahnhof Olten, halten dort aber nicht und sind daher hier nicht dargestellt. Jusqu'à 2002, certaines des lignes Intercity qui existent toujours aujourd'hui sont introduites. Wir springen 20 Jahre weiter. Das Netz, wie wir es heute kennen, nimmt langsam Form an. Entre beaucoup de villes, il y a maintenant des Intercity toutes les heures. Beispielsweise zwischen Basel und Interlaken verkehren die Intercities nun im Stundentakt, überlagern sich streckenweise sogar zum Halbstundentakt. Sur certains itinéraires, comme entre Zurich, Berne et Thun, c'est même toutes les demi-heures. Auf anderen Strecken verkehren vorerst wieder andere, hier nicht dargestellte Schnellzüge, etwa die mittlerweile eingeführten Interregios. Sur la ligne entre Brigue et Lausanne, par exemple, circulent maintenant des trains de la nouvelle catégorie interlinguale Interregio. Bien qu'ils ne soient pas montrés ici, ils font partie du réseau longue distance. Mit der Zeit gewinnen die Strecken nach Italien und Frankreich wieder mehr Bedeutung. Jusqu'à 2005, la connexion vers l'Italie est réintroduite, ainsi que des TGV vers Paris, de Lausanne et Berne. In der Schweiz stellte man etwa 30 Jahre früher als anderswo fest, dass der Schiene gegenüber der Straße Vorrang gegeben werden sollte. Avec Rail 2000, on avait développé un projet qui était censé améliorer le trafic ferroviaire sur beaucoup de plans. Le matériel roulant, l'infrastructure, l'offre de transport. Im Rahmen des Projektes Bahn 2000 wurde die Neubaustrecke Madstetten-Rotrist realisiert, nachdem Proteste gegen diese Strecke mit einem Referendum überstimmt worden waren. La première ligne à grande vitesse en Suisse, qui relie Berne et Olten, a été mise en service pour le changement d'horaire en décembre 2004. Davon profitierten ab 2005 eine neue Linie zwischen Genf und Luzern sowie eine zusätzliche Linie von Basel Richtung Bern. Mis à part les nouvelles lignes, les lignes existantes étaient aussi accélérées d'à peu près un quart d'heure. Wegen Problemen mit dem erstmals eingesetzten Zugbeeinflussungssystem ETCS Level 2 konnte zunächst nicht die gesamte vorgesehene Fahrzeitverkürzung erreicht werden, da die Züge vorerst nur mit 160 Stundenkilometern verkehrten. Après quelques retards, le système de contrôle ETCS a finalement pu être mis en service sur cette LGV. Les trains y circulent maintenant à une vitesse de 200 km à l'heure. Seit 1999 wurde am 34 km langen Lötschberg-Basistunnel auf der Strecke zwischen Thun und Brieg gebaut. Après 9 ans de travaux, les Intercities de Berne à Brieg empruntent maintenant le tunnel de base du Lötschberg, réduisant le temps de trajet de 79 à 64 minutes, dont 16 minutes en tunnel. Die Fahrzeit wurde um 15 Minuten verkürzt. Dafür werden einige Zwischenhalte nun nicht mehr angefahren. Jusqu'à 2017, le tunnel de base du Saint-Gotthard a également été mis en service, avec une accélération de 40 minutes même. Als zweite Achse durch die Alpen kommt dann der neue Gotthard-Basistunnel dazu. Zwischen Arth-Goldau und Bellinzona braucht man nur noch 60 Minuten, davon 20 Minuten im Tunnel. Maintenant, il ne manque que le tunnel de base du Ceneri,
qui sera ouvert 4 ans plus tard. 4 Jahre später wird noch der Ceneri-Basistunnel zwischen Bellinzona und Lugano hinzukommen. Il y a une nouvelle connexion Genève-Zurich via Neuchâtel et Bienne, dont le temps de trajet est le même que celui de la ligne via Berne. Die Fahrzeit von Genf nach Zürich beträgt mittlerweile etwa 3 Stunden. Ergänzt wird die Linie über Neuchâtel und Biel durch Züge, die in Lausanne starten und enden. Ces nouvelles connexions sont possibles grâce entre autres à la nouvelle gare souterraine sous la gare centrale de Zurich. Die neuen unterirdischen Gleise am Hauptbahnhof Zürich bieten seit 2014 zusätzliche Kapazität. Entre-temps, les lignes ont été numérotées, presque comme en métro national. Die mittlerweile eingeführten Liniennummern werden so auch den Passagieren kommuniziert. On voit ici certaines lignes régionales qui ne sont pas exploitées par les CFF et quelques lignes à voie étroite. Nicht alle hier gezeigten Regiolinien werden von den SBB betrieben. Manche sind Schmalspurbahnen. Concentrons-nous sur Olten. Il y a beaucoup plus de trains maintenant qu'il y a 40 ans. Mittlerweile fahren die Züge in Olten im Halbstundentakt. Heureusement qu'il n'y a pas encore plus, sinon mon logiciel se serait planté. Sie treffen sich dort nun zur halben und zur vollen Stunde. Olten est devenu un point nodal toutes les demi-heures. Es gibt nur noch wenige etwas eigensinnige Linien, die sich nicht an dieses Schema halten. Mis à part quelques marginales, la gare apparaît vide. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a encore des trains omnibus qui ne sont pas montrés ici. Es wären mehr, wenn wirklich alle Regionalzüge und auch S-Bahnen hier gezeigt würden. Je vous laisse maintenant. Observez les trains. Lassen wir uns überraschen, wie es weitergeht.